Du hast dich entschieden, einen Etsy-Shop zu öffnen und dort deine physischen oder digitalen Produkte zu verkaufen. Glückwunsch zunächst. Du erstellst dir einen Account und überlegst dir einen Namen für deinen Shop, erstellst dir ein Logo und dann bist du bereit zum Verkaufen. Vielleicht hast du auch dein erstes Listing hochgeladen, also Keyword-Recherche betrieben, einen Produkttext geschrieben, Produktfotos gemacht und vieles mehr. Du hast also schon ziemlich viel gemacht für deinen ersten Tag auf Etsy und wenn du dich dann ein paar Stunden später oder am nächsten Tag wieder in deinen Etsy-Shop einloggen willst, ist dein Konto gesperrt. Kommt dir das bekannt vor? Falls ja, bleib unbedingt dran, denn in diesem Video erfährst du, ob und wie du deinen Account wiederherstellen kannst. Und bleib unbedingt auch bis zum Ende dran, denn da verrate ich dir einen Trick, wie du fast jeden Account wieder freischalten kannst. Doch los geht's. Hallo, mein Name ist Lisa und ich habe vor 6,5 Jahren mein erstes Online-Business EQU gestartet. Wir verkaufen Produkte in unserem eigenen Online-Shop, aber wir nutzen für die physischen Produkte tatsächlich auch Etsy. Seit einiger Zeit verkaufe ich über Etsy aber auch digitale Produkte. Unter anderem Produkte, die ich mit AI generiert habe. Schau dazu gerne auch mal dieses Video. Und als ich meinen neuen Account erstellt habe, ist mir genau das passiert. Etsy hat meinen Account gesperrt. Um es vorwegzunehmen, es ist erlaubt, mehrere Etsy-Shops zu betreiben und du verstößt damit nicht gegen die Richtlinien. Es ist natürlich gut, wenn du auf jedem der Shops unterschiedliche Dinge verkaufst. Vor einiger Zeit habe ich, wie schon gesagt, einen neuen Account erstellt für die digitalen Produkte und habe alles sorgfältig vorbereitet. Also ein Listing, die Produktfotos und vieles mehr. Ich war echt lange dran gesessen und einige Stunden später wollte ich mich wieder einloggen und boom, mein Account war gesperrt. Beim Googlen findest du viele Forenbeiträge von Menschen, deren Account auch ohne erkennbaren Grund gesperrt wurde. Manchmal informiert Etsy dich per E-Mail über die Sperrung, aber in vielen Fällen, wie auch in meinem Fall, kommt die Mail einfach nie an. Also ich habe keine Mail bekommen und mein Postfach war leer. Doch keine Sorge, es gibt Hoffnung. Etsy sperrt neue Konten oft ohne erkennbaren Grund und in diesen Foren habe ich verschiedene Gründe gelesen. Einige Menschen denken, dass Etsy so die Anzahl an neuen Sellern begrenzen möchte, was jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so viel Sinn macht, da Etsy ja pro Sale Geld verdient. Andere gehen davon aus, dass der Sicherheitsmechanismus hier einfach sehr hoch ist und der dann einfach sehr oft einfach auch falsch greift. Um deinen Account wieder frei zu bekommen, musst du Einspruch einlegen. Wenn du dich einloggst, bekommst du auf der linken Seite eine Benachrichtigung, dass dein Shop gesperrt ist. Ich habe hier allerdings direkt zwei Nachrichten für dich. Die gute zuerst. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Account wieder freigegeben wird, liegt bei 80-90%. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass du in der Regel relativ lange warten musst. Also zwischen 7 Tagen und 4 Wochen, wenn es wirklich lang dauert. Aber in unserem Falle ist es jetzt einfach mal wichtig, dass der Account generell wieder frei wird. Und nein, es bringt nichts, jetzt einfach einen neuen Etsy-Shop zu eröffnen, denn der wird einfach auch wieder gesperrt. Ich spreche aus Erfahrung. Doch wie bekomme ich den Account wieder frei? Auch wenn dein Etsy-Shop gesperrt ist, kannst du dich bei Etsy einloggen, weil du könntest ja theoretisch auch als Kunde etwas kaufen. Auf der rechten Seite, wie schon erwähnt, bekommst du dann einen roten Balken angezeigt, der dir mitteilt, dass dein Account gesperrt ist. Du wirst dann zu einer Infoseite weitergeleitet und schließlich zu einem Formular, wo du deinen Fall darlegen kannst. Hier kannst du dann eintragen, dass du nicht mehr gegen die Richtlinien verstoßen wirst. Das ist meiner Meinung nach etwas strange, da ich ja nie gegen die Richtlinien verstoßen habe, aber das Ganze heißt eben in diesem Fall ist so. Genau das habe ich auch gemacht, beziehungsweise habe in jeder Antwort geschrieben, dass ich nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen habe und habe das Ganze dann abgeschickt. Nachdem du das Formular abgeschickt hast, bekommst du nochmal einen Hinweis, dass sich Etsy in circa 7 Tagen melden wird. Das ist meiner Meinung nach auch schon ziemlich lange und tatsächlich hat es in meinem Falle 7 Tage gedauert, bis mir Etsy geantwortet hat. Ich dachte, das Ganze wäre relativ schnell abgehandelt und ich hätte meinen Account wieder,
aber leider war die Antwort nach 7 Tagen keine erfreuliche. Etsy hat mir dann geschrieben, dass mein Shop dauerhaft gesperrt ist und dass man mir aus Sicherheitsgründen die Gründe noch nicht mal nennen darf. Spätestens in dem Moment kam ich mir vor wie ein Kleinkrimineller, nur ohne es zu wissen. Es steht in dieser Mail dann auch, dass diese Entscheidung endgültig ist. Falls dein Account auch nicht direkt freigeschaltet werden sollte, empfehle ich dir jedoch nicht aufzugeben. Die Einspruch abgelehnt Nachricht erhältst du via Mail. Du hast also dann eine E-Mail-Adresse von Etsy. In meinem Fall habe ich dann an diese E-Mail-Adresse noch weitere Mails geschickt. Leider wurde die Antwortzeit dann auch nicht schneller und ich musste wieder gefühlt 7 Tage warten. Das Ganze kann ziemlich nervig sein und ich habe tatsächlich auch überlegt, das Ganze einfach sein zu lassen. Es ist wichtig, in den Mails immer respektvoll zu bleiben, auch wenn du wirklich keine Ahnung hast, warum dein Account überhaupt gesperrt wurde und du dann E-Mails bekommst, wie sie können dir den Grund nicht nennen. Ich kann, darf und will dir hier keine Rechtsberatung geben, aber ich kann dir sagen, dass du auch Rechte hast. Plattformen wie Amazon und auch Etsy haben eine ziemlich große Macht. Und aus diesem Grund dürfen diese Plattformen einzelne Verkäufer nicht ohne Grund ausschließen. Bei der IT-Rechtskanzlei gibt es sogar die Möglichkeit, hier mit einem Anwalt vorzugehen. Aber so weit wollen wir jetzt hier gar nicht gehen. Probier es zunächst einfach weiter mit E-Mails. Respektvoll, aber dennoch, dass du eben auch Rechte hast. Meine E-Mails habe ich mir damals mit ChatGPT professionell verfassen lassen. Ich habe dazu auch ein Video, in dem ich zeige, wie du perfekte E-Mails für genau solche Fälle schreibst, aber auch für erfreulichere Fälle. Den Link dazu findest du in der Infobox. Ich habe außerdem einen Prompt Guide erstellt mit Prompts, die mir mein Leben erleichtern, sowohl privat, aber auch im Business. Der E-Mail-Prompt ist einer davon. Außerdem findest du hier Prompts, die du in deinem Online-Shop anwenden kannst, aber auch für dein Marketing. Das Ganze ist kostenlos und du findest den Link unten in der Infobox. Zurück zu Etsy und meinem gesperrten Account. Das Ganze war echt ein Hin und Her, aber am Ende hat es dann tatsächlich geklappt und mein Shop wurde wieder freigeschalten. Das Ganze hat sich dann tatsächlich als Missverständnis herausgestellt, so stand das dann zumindest in der E-Mail. In meinem Fall hat es dann tatsächlich 4 Wochen gedauert, aber es ist hier einfach wichtig, respektvoll zu bleiben und dran zu bleiben, wie generell im Online-Business. Es ist übrigens auch erlaubt, AI-erstellte Inhalte auf Etsy zu verkaufen, also als digitaler Download. Hier gibt es kein Verbot, falls du also deshalb Bedenken hast oder denkst, dass dein Account deshalb gesperrt wurde. Ansonsten habe ich hier auch noch ein Video, wie du mit AI dein eigenes Sticker-Business starten kannst. Also auch das eignet sich ideal für Etsy. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du den Channel noch nicht abonniert hast, ist jetzt auch die Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald!